Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Alles natürlich schön im neuen Setup. Wer ein paar gute Ideen für sein Zuhause braucht, ist alles direkt in meinen Videobeschreibungen verlinkt. Aber darum geht es heute gar nicht. Es geht einfach mal um Festplatten. Wenn ich mir meinen neuen M1 bestelle, dann gucke ich natürlich auch, wo ich ein bisschen Geld sparen kann. Und die meisten, die sind dann beim Arbeitsspeicher und natürlich auch beim Festplattenspeicher so ein bisschen an Konfigurieren und wollen dann natürlich auch ein paar Euro sparen, was ja klar ist. Und die meisten Euros, die kann ich natürlich beim Speicher sparen. Ich muss dazu sagen, dass Apple natürlich unwahrscheinlich schnelle Festplatten in die MacBooks und natürlich auch in den Mac Mini packt. Aber nicht jeder braucht so schnelle Speicherplatten und es geht auch ein bisschen anders und ich will euch heute einfach mal meinen Workflow mit Festplatten vorstellen. Vielleicht habt ihr ein paar gute Anregungen von euren Festplatten, die ihr sofort in meine Kommentare schreiben könntet. Wäre natürlich unwahrscheinlich schön, aber ansonsten gibt es jetzt erstmal meinen Workflow mit meinen Festplatten hier in diesem Video. Nun kann ich euch natürlich in diesem Video nicht sagen, das ist die beste Festplatte überhaupt, denn ihr habt ja verschiedene Ansprüche an eure externen Laufwerke. Der eine, der will viel Speicherplatz benötigen, weil er seine Daten sichern muss. Der nächste ist vielleicht ein Fotograf und möchte seine Fotos hin und her schieben und muss natürlich schnell an jeden Rechner ran. Und der andere, der schneidet den ganzen Tag Videos und braucht fette Thunderbolt-Festplatten, um die Geschwindigkeiten zu erreichen. Und genauso habe ich mein Video eingeteilt. Es geht erstmal um viel Speicherplatz für wenig Geld und schnelle Übertragung. Dann geht es natürlich um Wechselfestplatten, SSD und dann geht es natürlich um die Kracher Thunderbolt-Festplatten. Und wir beginnen gleich mal mit den HDD-Festplatten und zwar viel Speicherplatz für wenig Geld. Die WD MyPassport Wireless Pro, die ist die Ausnahme beim heutigen Test, da sie noch mehr bietet als nur zu speichern. Hier bekommt man kabellosen Zugriff auf seine Daten durch integriertes WLAN, das man auch mobil nutzen kann, da die Festplatte einen Akku verbaut hat. Von den Abmaßen gehört sie natürlich schon zu den größeren Platten mit ca. 13 x 13 cm. Für Fotografen und Videofilmer ganz interessant, hier ist es möglich, seine Daten direkt von der SD-Karte auf die Festplatte zu kopieren und das mit nur einem Knopfdruck. Ich nutze die Platte für meine täglichen Updates von meinem Telefon und als Backup für meine SD-Karten. Preislich, da ist sie nicht die ganz günstigste, man bekommt sie im Moment ab 230 Euro, aber dafür kann sie natürlich auch eine ganze Menge mehr als normale Festplatten. Mit der WD Elements Desktop Speicher erhält man ein wahres Speicherwunder. Das riesige Gehäuse ist zwar nicht mehr zeitgemäß, aber funktional, denn auf dieser Platte sichere ich meine alten Daten und Videoprojekte. Dadurch, dass sie einen riesigen Speicher mit 14 Terabyte besitzt und USB 3 kompatibel ist, kann ich hier wirklich sehr viel unterkriegen. Und von den Abmaßen ist sie relativ klobig mit ca. 13 x 16,5 cm nicht gerade klein. Weiterhin ist diese Festplatte für eine HDD aber relativ schnell in der Übertragungsgeschwindigkeit und das war mir für den Kauf unwahrscheinlich wichtig. Die Übertragungsgeschwindigkeit liegt beim Blackmagic Festplattentest bei etwa 200 MB pro Sekunde beim Schreiben und Lesen. Eine 3 Terabyte Testdatei, die wird hier in etwa 11 bis 12 Sekunden übertragen, was ich für diese große Platte doch relativ schnell finde. Da gibt es wirklich andere Kandidaten, die hierfür deutlich mehr Zeit benötigen und preislich gleich aufliegen. Angeschlossen wird die Platte an einen USB-Port und sie benötigt eine externe Stromversorgung, welche im Lieferumfang enthalten ist. Wichtig ist natürlich auch noch zu erwähnen, dass uns Apple natürlich zwingt, aufgrund der wenigen Anschlüsse, die da sozusagen an den neuen Macs vorhanden sind, USB-C-Hubs zu kaufen. Und diese USB-C-Hubs müssen natürlich die Geschwindigkeit der Festplatte durchlassen. Habt ihr so einen ganz günstigen Hub und der ist, weiß ich, auf normalen USB, ist natürlich klar, dass hier eine SSD-Festplatte an diesem Hub nicht so richtig schnell funktioniert. Also achtet bitte auch darauf, welche Kabel ihr sozusagen an eure Festplatten anschließt, welchen USB-C-Hub ihr kauft. Das ist ganz wichtig, weil, wie gesagt, der muss die Geschwindigkeit der Festplatte durchlassen und dann seid ihr schon eigentlich auf der richtigen Seite. Dafür gibt es aber natürlich von meinem Kanal nochmal ein extra Video. Also jetzt abonnieren, dann könnt ihr das nicht verpassen. Aber ich wollte es nur mal zwischendurch gesagt haben. Für alle meine Festplatten nutze ich meine 17-in-1 multifunktionale Dogging Station, denn hier passt alles ran. Dreimal HDMI,
Netzwerk, USB-C-Anschlüsse, SD-Kartenleser, USB 3.0 und ein Audioanschluss mit 3,5 mm Klinkeeingang. Weiterhin wird diese mit einer externen Stromquelle versorgt. Ich bin natürlich so ein Kandidat, der muss auch viel unterwegs sein und öfter landen natürlich meine Wechselfestplatten auch in anderen Rechnern, weil ich einfach meine Daten bzw. Fotos, Videos, Musik dort aufspielen muss, um diese dann ins System zu integrieren. Und hier habe ich mir mal zwei Wechselfestplatten besorgt, die funktionieren auch ganz gut und die stelle ich euch jetzt mal vor. Die günstigste SSD-Festplatte im heutigen Test ist die Intenso Premium 1TB SSD. Sie kommt in einem Aluminiumgehäuse und ist damit sehr stabil und für mich optimal als Wechselfestplatte einsetzbar. Auch wenn sie mal runterfällt, habe ich bis jetzt mit dieser Platte noch keine Probleme gehabt. Von den Maßen kommt sie mit kompakten 2,5 x 9,5 cm und ist leicht in jeder Hosen- bzw. Jackentasche zu verstauen. Du bekommst hier 1TB ab ca. 99 Euro und hast dafür eine stabile Festplatte zum günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Blackmagic Festplattentest liegt die Platte beim Lesen und Schreiben bei ca. 300 MB pro Sekunde, was durchschnittlich ist. Meine 3TB Testdatei überträgt die Intenso Premium in ca. 10 Sekunden und man sieht hier, die Unterschiede sind noch nicht allzu groß zur WD Elements HDD trotz SSD-Bauweise. Schwarz, klein und kompakt ist die nächste SSD-Festplatte. Mit der Seagate Expansion bekommst du 1TB Speicherplatz in einem kleinen Gehäuse, was ideal für den Transport ist. Ich nutze diese Platte ebenfalls als Wechselfestplatte für meine Musik- und Videodaten. Videoschnitt ist mit ihr ebenfalls möglich, aber nur bis zu einem bestimmten Level, denn bei 4K-Videos kommt die Platte dann doch schon schnell an ihre Grenzen. Dafür ist sie unwahrscheinlich klein. Mit 6x8 cm kann die Seagate überall verstaut werden. Ultraleicht und kompakt im Plastikgehäuse muss man etwa 115 Euro für den Kauf einplanen. Der Hersteller verspricht zwar Lesegeschwindigkeiten von bis zu 400 MB pro Sekunde, aber im Blackmagic Festplattentest erreicht sie diese Geschwindigkeiten nicht. Hier sind eher 250 bis 280 MB pro Sekunde real, was aber meiner Meinung nach für das Preis-Leistungs-Verhältnis zu langsam ist. Wenn ich meine 3TB Testdatei übertrage, bin ich mit gut 9 Sekunden dabei, was dem Durchschnitt entspricht. Die Seagate Expansion, die kommt mit einem USB 3.0 Kabel im Lieferumfang und überzeugt meiner Meinung nach nur durch ihre kompakten Außenmaße. Mein Lieblingsthema, Videoschnitt mit externen Festplatten. Was habe ich nicht alles durch? Ich wollte eine günstige SSD haben dafür. Dann habe ich festgestellt, naja, es funktioniert, aber es funktioniert nicht ganz richtig, weil dann braucht das Videoschnittprogramm immer so eine Denkminute, wo es dann sozusagen alle Dateien auf der Festplatte sichert. Beim Lesen, beim Schreiben gab es dann schon mal ein paar Probleme. Und ich habe eine Platte gefunden, die wirklich meinen Workflow richtig erleichtert, wo es momentan keine Probleme gibt, auch nicht bei 6K Videoschnitt. Und das ist hier diese Festplatte, und zwar die Zendesk Pro 1TB, und die möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Mein absoluter Favorit in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis ist die SanDisk Extreme Pro 1TB. Mit sehr guten Lese- und Schreibgeschwindigkeiten hast du hier beim Videoschnitt einen absolut guten Workflow und kaum Wartezeiten, was die schnelle Datenübertragung betrifft. Zudem sieht sie auch noch super aus, macht einen professionellen Eindruck und von den Abmaßen her liegt sie im kompakten Bereich mit ca. 6x10 cm Außenmaß im gummierten, stoßfesten Aluminium-Plastikgehäuse. Ich nutze sie jetzt seit über 4 Monaten zum Schneiden und kann hier echt eine Kaufempfehlung geben. Für unter 200 Euro kann man sie im Moment kaufen und im Blackmagic Festplattentest sieht man gegenüber den anderen Festplatten hier doch schon deutliche Unterschiede in der Geschwindigkeit. Und beim Übertragen von meiner 3TB Testdatei, da braucht sie ca. 3 Sekunden, um die Daten aufzuspielen, was unwahrscheinlich schnell ist. Wer weitere Informationen zu allen Produkten in meinem Video benötigt, der schaut hier einfach mal direkt in die Videobeschreibung. Da habe ich euch nochmal alle wichtigen Dinge verlinkt. Wer es beim Videoschnitt richtig übertreiben möchte, der braucht die Samsung X5 Thunderbolt 1TB Festplatte. Die sieht nicht nur so aus wie eine Rakete, die ist eine Rakete. Das Ganze dann natürlich in Warp-Geschwindigkeit, Daten hin und her schieben, kein Problem. Videoschnitt 4K, 6K, 8K.
Der Oberhammer Thunderbolt in Geschwindigkeiten, die man wirklich selten erlebt. Und die möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Thunderbolt 3 Festplatten sind immer noch unschlagbar schnell. Die Samsung X5 ist hier das beste Beispiel für diese Geschwindigkeiten. Im Lieferumfang erhaltet ihr die Platte und ein mitgeliefertes Thunderbolt 3 Kabel, was einfach dafür an den passenden Anschluss am Mac angeschlossen wird. Die etwas andere Form sowie die kompakten Außenmaße von 7x11 cm und das stoßfeste, spacige Gehäuse lassen die X5 anders wirken und anders ist sie auch. Circa 290 Euro sind nicht gerade ein Schnäppchen, aber wenn man bedenkt, was für Übertragungsgeschwindigkeiten man hier erreichen kann, dann ist das meiner Meinung nach fair. Der Hersteller gibt die Lesegeschwindigkeit mit ca. 2800 MB pro Sekunde an. Im Blackmagic Festplattentest erreicht sie nicht ganz so viel, aber es ist schon eine sehr gute Grundlage für den Workflow beim Videoschnitt, wenn man bedenkt, dass 3 GB in nicht einmal 2 Sekunden übertragen werden und ich konnte die Stoppuhr gar nicht so schnell aktivieren, wie die Daten schon auf der Festplatte waren. Der Powersieger in meinem Test ist ausnahmslos die Samsung X5 1TB. Thunderbolt Festplatte. Es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, seine externen Daten zu sichern. Der eine schwört auf ein NAS-System, der nächste, der haut alles in seine Cloud rein, der übernächste, der braucht wiederum Festplatten. Und mich würde echt mal interessieren, wie löst ihr euren Workflow mit externen Speichermedien? Und wenn ihr schlechte Erfahrungen habt, wenn ihr gute Erfahrungen habt, dann schreibt diese doch einfach mal bitte hier in meine Kommentare. Würde mich echt interessieren. Und für heute war es das schon gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Tschüss, Bye Bye und winke, winke. Wenn es euch gefallen hat, bitte Kommentar, Abo oder Like dalassen. Mich freut's und gern bis zum nächsten Video.